Ist schon richtig. Kann man aber nicht erweitern, ne? Ja, ich habe ja ein paar, ich habe drei Fertigkeitspunkte. Lüftekon, naja. Auf zwei gegen Attentat verfügen. Achso, ja, okay. Hier was mit Drinks. Ja, aber nicht, dass ich jetzt gerade suche. Okay. Ja, gut, müssen wir also mal machen, ne? Ja, der lebt wieder. Ja, aber soll das Spiel auch gleich sagen, hey, du kannst es machen, aber denk daran. Alle gehen wieder da. Das wäre ist ja okay, wenn das Spiel es so macht, nur irgendwie. Das Problem bei dem Spiel ist wirklich. Jod. Dass dieses Spiel manchmal Dinge erst sehr spät sagt. Was, wie es gedacht ist, wie es designt ist. Ein davor, aber gut, die, also die großen kommen nicht wieder. Okay, das ist gut. Also. Ja, schön, wir voneinander abhauen. Wir haben beide einen vom jeweils anderen. Alles gut, alles in Ordnung. Hier werden nur Samurais abgeschlachtet, sonst alles in Ordnung. Obwohl, ganz ehrlich, Kettenattentat, das wäre jetzt ganz praktisch. Kann ich das machen? Kettenattentat, kann man das noch machen? Lass mal Kettenattentat nehmen. Wo war das? Schnelles Attentat? Nee, Ketten. Nice. Wurfanker-Attentat. Okay, das brauche ich auch. Und das brauche ich nochmal. Alter, ich bin da geil. So, so geht das ja. So und nicht anders, meine Damen und Herren. Ihm das halt auch nicht auffällt, ne? Also wo? Wie die ganzen Leichen sieht. Ah! Leichen! Ah! Hilfe! Leichen! Nein! Geil. Gut, ja, das ist im Krieg tatsächlich normal. Da gibt es natürlich auch mal die ein oder andere Leiche. Durch.
mal. Dumm, die dumm, 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 die dumm. Du bist ein Dummkopf. Au. Danke. Sehr schön. Danke. Coole Idee. Das muss ja eine coole Attentatsidee irgendwie. Sehr schön, schön, dass wir das haben. So, jetzt habe ich ja mal alle abgemockt, aber das bringt mir auch nicht weiter, ne? Wo ist der letzte? Und den Banditen mache ich jetzt nicht nochmal. Ganz ehrlich, den finde ich den Banditenanführer. Den habe ich schon mal gefunden. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Ganz ehrlich. Aber die KI ist irgendwie ziemlich dämlich. Ein. Warte mal. Was ist hier? Oh, ja, ja. Du Idiot, musst du. Oh, du bist doch dämlich, Alter. Na, danke. Danke für deine Nichthilfe. Wir sind wieder hier, ne? Das ist ein anderer Eingang, also wow. Na, vielleicht auch hier dann noch. Ah, ne, hab ich halt abgeschlachtet. Na. Hi. Okay. Wir müssen ihn jetzt gleich mal suchen. Dass wir den zumindest haben, weil dann wäre es auch ein bisschen einfacher. Dann können wir auch schon in die Stadt gehen. Ne? Dann können wir auch wirklich sagen, wir gehen einfach zu dem hin. Alter, also man muss. Nein. Beruhig dich, Kollege. Wow, da hab ich gesehen. Wo hat er mich jetzt gesehen? Ah, fuck, hab mich getroffen. Ah gut, ich mach den Bossfall jetzt eh nicht. Also das heißt jetzt nicht, also den Try jetzt nicht. Weil dann werde ich auch schon anstatt da einfach rausgehen und den einfach mir holen. Da werde ich nicht hier hin und her rennen, wie sonst, wie ich es eben gemacht habe. Gut, da ist er. Aber ihn will ich ja gar nicht machen. Hey, aber wo ist denn der letzte? Ey. Man, macht da einer noch seinen Trick? Ihr habt ja schon wieder versagt. Ihr habt ja schon wieder versagt. Irgendwie schon lustig, weil die immer respawnen, also ja. Eine mir lustige Idee. Aber wo ist der letzte? Check ich halt echt nicht. Wo soll denn der sein? Optional ist ja schon gut, aber. Da habe ich heraus. Ihr habt zum Glück alle besiegt. Der wäre irgendwo hier unten. Doch hier unten irgendwo. Ich meine, es war hart unwahrscheinlich, aber vielleicht ist er doch hier unten.
Wo muss er dann? Ja, das ist der Blutrache-Ziel. Ja. Okay, Blutrache-Ziel, mach das mal an. Ah, für er sein, ne? Blutrache-Ziel müsste er sein, ja. Oder gilt er auch als würdiger Gegner? Wollte ich ihn mal wetten? Ob ein Charakter. Ah, wie kommt mein Charakter eigentlich nochmal wetten? Ja, Alter. Hau drauf, hau drauf. Okay. Okay, Runde 1 haben wir. Lieber läuft schon mal deutlich besser letztes Mal. Ich hab geblockt. Ah, ich hab geblockt. Was weg? Ja. Ja, kämpf mal lieber, als hätte ich mal die Gehörer zu kümmern. Oh Gott. Ja, okay, die Menschen sehen besser aus, komischerweise. Fuck. Achso, was mir wetzelt. Ja. Ja, mach du weiter. Nice. Ja, war kein würdiger Gegner. Ein optionaler. Na? Bitte, töte mich nicht! Was bekomme ich dafür? Warte, warte! Ich gebe dir den Schlüssel zu unserem Lager! Einfach alles, was wir geplündert haben, findest du doch! Nimm dir, was du willst!
Da findest du auch diese Vorrichtung, die wir erbeutet haben. Keine Ahnung, wozu sie gut ist, aber sie ist sicher wertvoll. Du denkst, ich würde dich deshalb verschonen? Falsch gedacht. Und tschüss. Scheiß Bandit. Hm. Ah, okay, er war. Nee, keine Ahnung, wo der war. Ich schaffe den Passierschein. Du hast also Passierscheine aufgetrieben, was? Hast du auch einen für mich? Dieses Stück Papier bringt mich nicht nur durch den Grenzposten. Es ist viel mehr. Es öffnet dem ganzen Land das Tor in eine bessere Zukunft. Eine Zukunft, die ich mitgestalten werde. Ich spüre, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden. Wie wäre es mit einem Treffen in Yokohama? Wir sehen uns dort. Dort gibt es einen Uhrenturm nach westlicher Bauart. Da treffen wir uns. Wenn du mich nicht findest, frag nach Ryoma Sakamoto. Das packst du schon. Mhm. Also dann, man sieht sich. Jupp, man sieht sich. Schicksalsfäden. Ryoma Sakamoto. Bindung. Geh Bindungen an, stärke diese, indem du Personen, Menschen mit starken Wünschen und Vorstellungen triffst und mit ihnen interagierst. Wenn du deine Bindung zu Menschen stärkst, erhältst du die verschiedenen Segen. Okay. Ja, also, es ist aber bei manchen mal so. Lage zu halten, danke. Es ist aber auch bei manchen. Aha, gut. Es ist aber wirklich manchmal so, dass dieses Spiel sehr viel zeigt. Aber irgendwie, wenn du es dann nicht mehr weißt, so genau, weil du es eben nur einmal machen musstest im ganzen Spiel, wieso? Nö, dann hast du es damit erledigt. Das ist so ein bisschen weird. Ah. Aber okay. Das ist so ein bisschen wie Zinkäste. Gleiter? Warte mal, ich habe richtig was bekommen. Ist der Stab, aber der Stab wäre hier interessant. Ein besseres. Wenn du das doch nicht unter Katana wechseln kannst, ne? Nee. Immer der stärkste Katana. Ne, also Katana hat sich nicht viel gebessert. Oh. Nice. Aber kann ich die? Da war ich die natürlich gleich. Das ist ein Kürbis. Ja, okay, geil. Ah, nice, haben wir neue Rüstung. Wie nice, sehr schön, geil. Gut, Leute, ich würde aber auch sagen, bevor ich nach Yokohama gehe, werde ich jetzt einmal kurz einmal ganz in den verborgenen Ding wieder gehen und dann werden wir hier ein Folgenpäuschen machen. Ja, heute nehme ich nicht ganz allzu lange auf, wir können auch mal, wäre ein 1, keine Ahnung. Heute mal ein bisschen kürzer. Weil, ja, der Tag heute war sehr voll, deswegen einfach mal kurze, schnelle Runde hier. Ja, ja, sollten sagen. Yokohama. Ich muss mir ja, ich weiß nicht, nachher. Ja, genau, nachher, jetzt, nachher noch hier Wukong, Black Myth Wukong aufnehmen. Wo ist denn das Ding hin? Genau, und ich muss es noch schneiden. Das hier. Session.
Na gut, nun geht's heute schneller, weil... Also, achso, das ist weg. Ah ja, das ergibt natürlich Sinn. Danke, der Kontrollpunkt ist nur da, wenn Ding ist. Ich muss jetzt hier noch geschnitten kriegen, weil wir jetzt... Genau. Hä? Hä? Nein, den Ort. Achso, man kann auch reisen. Reiß ab, Mann. Ist okay. Genau. Ja, ich berühre diesen Banner. Mit meinen schönen zarten Händen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ja, ich weiß, ich spiele das Spiel manchmal auch ein bisschen hilflos, man weiß die Taste nicht mehr, die Taste nicht mehr. Es liegt aber auch mit irgendwie daran, dass man am Anfang voll gekackt wird mit irgendwelchen Tasten, die man drücken kann. Und am Ende, hinten raus, irgendwie manchmal gar nicht mehr weiß, so, was war jetzt nochmal was? Okay, hast du irgendwas 3 Jahre nicht benutzt? Das Spiel sagt es einmal auch nicht mehr. Außer natürlich, du gehst in diesen Leitfaden wieder rein. Da gibt es ja diesen Leitfaden. Aber im Kampf, dann, oh Gott, wie ging das nochmal? Ah, fuck. Ja, irgendwie die Funktionen müssen noch irgendwie Klick machen. Weil am Anfang hast du halt sehr viel gezeigt gekriegt, am Ende heraus irgendwie, ne? Ja. Guter Tipp, ich danke fürs Zuschauen, euer Pyrizer, ciao. Bis zum nächsten Mal, da geht's dann weiter. Haut rein, ich danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, tschüss, bis dann, ciao. Ich hoffe, euch hat's gefallen.